In dem heutigen Video geht es um Lichtmods, die wirklich eure Grafik in Zusammenhang mit einer NB ordentlich aufpolieren, denn ich stelle euch mein Setup vor, welche Mods ich installiert habe und wie ihr das auch so hinbekommt. Deswegen bleibt unbedingt dran. Und damit herzlich willkommen, ich bin Damimus und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Tamriel, The Elder Scrolls und insbesondere das Modding. Und wenn dich das interessiert, dann lade ich dich gerne ein, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Unten in der Beschreibung findest du alle Mods, die ich heute vorstelle, verlinkt und natürlich weitere Informationen sowie Timestamps, um im Video zu navigieren. Das heutige Video richtet sich an diejenigen von euch, die mit einer NB spielen und wirklich in den Innenräumen, was das Licht angeht, alles herausholen wollen, was aktuell geht. Und dazu verrate ich euch mein aktuelles Setup, welche Mods ich installiert habe dafür und wie ihr das Ganze ebenfalls genauso hinbekommen könnt. Und ich habe bereits ja mal ein Video gemacht zum Licht und was es da für verschiedene Mods gibt. Und heute werden wir ein bisschen weiter ins Detail einsteigen. Und ich werde euch erzählen, was es meiner Meinung nach da zu beachten gilt und was dort wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und damit genug von der Einleitung, lasst uns endlich in den praktischen Teil übergehen. Um zu verstehen, warum ich diese Lichtmods ausgewählt habe, die ich euch gleich präsentieren werde, müsst ihr erstmal verstehen, wie das Lichtsystem in Skyrim funktioniert und wie die Mods das Ganze beeinflussen. Denn wir haben da drei Kategorien, in die ich das Licht bzw. die Lichtmods einteile. In der ersten Kategorie haben wir Lichtmods, die vor allem die Farbe in den Innenräumen von den Lichtern verändern und diese fotorealistischer machen. Dazu gleich auch nochmal ein bisschen mehr, denn wir reden hier von sogenannten Lighting Templates. In der zweiten Kategorie haben wir Lichtmods, die sowohl die Lichttemplates verändern, wie eben gerade beschrieben, aber halt auch noch weitere Lichteffekte und Lichter in das Spiel hinzufügen. Und damit kommen wir auch automatisch zu der dritten Kategorie, denn die fügen nicht nur Lichteffekte und neue Lichter in den Räumen hinzu, sondern beeinflussen auch noch die Schatten, die Außenwelt und das Wetter. Ich selbst bin im echten Leben ziemlicher Minimalist und so handhabe ich halt auch meine Mod-Liste bzw. das Modding in Skyrim. Wir wollen für die NB einen Mod haben, der nicht allzu viele neue Objekte bzw. Lichter in das Spiel hinzufügt. Und ich erkläre jetzt auch mal ganz kurz, warum das eigentlich so wichtig ist. Nun, auf der einen Seite haben wir die NB. Und natürlich ist es so, und das ist Geschmackssache, dass je nachdem, welchen Lichtmod man installiert hat, die NB in den Innenräumen anders aussieht. Und genau diesen Effekt wollen wir nicht haben, denn wir wollen ja, dass die NB so aussieht, wie sie eben aussieht und nicht verfälscht wird durch einen Lichtmod. Das ist eine sehr, sehr wichtige Regel und ein Punkt, den viele Leute beim Modding falsch verstehen. Denn die meisten Lichtmods sind darauf ausgelegt, das Spiel zu verändern für Leute, die ohne NB spielen, aber nicht mit einer NB. Deswegen auch speziell dieses Video für Leute, die mit einer NB spielen. Natürlich können diese NBs in Zusammenhang mit diesen Lichtmods sehr, sehr gut aussehen, aber sie spiegeln nicht das Bild wider, was sich eventuell der Creator gedacht hat. Und hier wieder auch die Anmerkung, das ist Geschmackssache, aber ich finde persönlich, es leicht zu halten, wie ich eben gerade beschrieben habe, am besten, denn wir sorgen so langfristig für weniger Kompatibilitätsprobleme mit anderen Mods. Und hier kommen wir auch gleich zum zweiten und sehr, sehr wichtigen Punkt. Lichtmods, die extrem viele neue Schatten, Lichter, sowohl in der Außenwelt als auch in den Innenräumen hinzufügen, sind natürlich weniger kompatibel. Besonders schlimm ist dort die dritte Kategorie, die ich euch gerade vorgestellt habe, die sowohl das Wetter als auch neue Lichter in der Außenwelt hinzufügt. Denn das machen eigentlich praktisch alle bekannten Lichtmods, die wir auf Nexus Mods finden, sehr, sehr schlecht und deswegen gibt es ja nochmal extra Wettermods. An dieser Stelle ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr auf so welche Mods verzichtet. Als Beispiel sei hier Enhanced Lights in FX genannt, ihr müsst nicht zwangsläufig auf diese Mod verzichten. Hier ist aber wichtig, dass ihr nicht das Exterior-Modul und das Weather-Modul auswählt bei der Installation. Wenn ihr diese beiden Module auswählt, werdet ihr zwangsläufig mit anderen Wettermods Probleme haben, sowie mit Dingen oder Mods, die Sachen in der Außenwelt verändern und das sind praktisch alle Texturmods und jeder kleinere bis mittelgroßer Mod, der halt irgendwie neue Häuser oder so hinzufügt. Deswegen wählt diese zwei Punkte auf jeden Fall bei dieser Mod nicht aus. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum ihr auf Enhanced Lights in FX verzichten solltet.
Denn gerade Enhanced Lights and FX oder halt auch Realistic Lighting Overhaul sorgen dafür, dass extrem viele verschiedene Farbtöne und Lichtquellen neu hinzugefügt und angepasst werden. Und das sorgt eben für den verfälschten Look, den ich ja gerade beschrieben habe und den wir vermeiden wollen. Denn wir wollen möglichst, dass die MB sich so präsentiert, wie sie ist. Und dazu brauchen wir Mods, die zu der ersten Kategorie gehören und möglichst wenig verändern. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, denn das wahre Next-Gen-Feeling kommt nicht durch die Lichtmods so wirklich auf, sondern viel mehr durch die NB. Also fokussiert euch hier immer auf die NB und auf Mods, die sehr wenig verändern an dem eigentlichen Licht, denn die NB sind meistens auf das Vanilla-Lighting abgestimmt. An dieser Stelle auch nochmal die ganz kurze Anmerkung, was für die Lichtmods gilt, gilt natürlich auch für die Wettermods, denn es gibt einige Wettermods, die auch die Innenräume, also das Licht in den Innenräumen verändern. Da müsst ihr mal drauf achten, das ist sehr wichtig. Mir persönlich fällt jetzt gerade nur eine Mod ein, und zwar Natural and Atmospheric Tamriel, kurz NAT oder NAT, wie ich es immer gerne ausspreche. Das ist eine sehr schöne Wettermod, die beeinflusst aber auch das Licht in den Innenräumen. Deswegen empfehle ich, mit dieser Mod nicht zu spielen. Ich habe die persönlich auch noch in meiner Modliste und in meinem Modding Guide drin, aber aus diesem Grund fliegt diese Mod raus. Falls ihr trotzdem mit dieser Wettermod spielen wollt, weil ihr sie halt bevorzugt, dann ist es immer ganz wichtig, dass ihr die Lichtmod, die ihr installiert, nach dem Wettermod bzw. nach NAT ladet. Also nochmal festhalten, ladet das Plugin nach der Wettermod. Das erkennt in der Regel Loot auch schon ganz von alleine richtig und sortiert das richtig, weil sonst macht der Lichtmod keinen Sinn, weil ja wie gesagt NAT alles überschreibt bzw. nutzt. Also achtet dort auf die richtige Ladereihenfolge. Aber das nur mal ganz kurz am Rande. Wie gesagt, empfehle ich halt auch nicht. Und an dieser Stelle machen wir auch nochmal einen ganz kurzen Exkurs, weil ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, nämlich die sogenannten Lighting-Templates. Was sind denn diese Lighting-Templates überhaupt? Und das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn es um die Lichtmods geht. Denn dabei handelt es sich um ein Template, was in der Creation Engine sich befindet. Also der Engine, mit der Skyrim erstellt worden ist. Denn wir haben ja verschiedene Innenräume, beispielsweise Burgen oder halt auch Farmen. Und da hat man gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir da einfach ein Template für machen? Dann müssen wir nicht jedes Mal das Licht neu nachjustieren und immer die Lichter manuell einfügen. So sparen wir wertvolle Zeit. Und diese Lighting-Templates sind natürlich sehr praktisch, gerade für Mod-Creator. Und wenn Mods nur an diesen Lighting-Templates etwas geändert haben, dann ist das ein sehr schwacher Eingriff in das Spiel, der relativ kompatibel sein sollte mit anderen Mods. Wenn man hingegen aber noch weitere Lichtquellen oder Objekte hinzugefügt hat, wie Schatten oder so, dann ist das natürlich ein schwieriger Eingriff und das wird für Schwierigkeiten sorgen, beispielsweise mit Mods, die Innenräume verändern. Und das tun ja ein Haufen Mods, deswegen sind so welche Sachen wie Enhanced Lights in FX und Realistic Lighting Overhaul Mods, die zwangsläufig Probleme verursachen. Es gibt natürlich für diese Mods sehr viele Patches, das sorgt aber darum dafür, dass wir wieder viele ESB-Dateien installieren müssen und sorgt darum wieder dafür, dass wir relativ schnell in unser Plugin-Limit kommen, deswegen wollen wir sowas vermeiden. Nun habe ich genug gesprochen über diese bösen Kandidaten, fangen wir endlich über die guten Mods anzusprechen, die auch wirklich sehr gut sind für eine MB. Und da haben wir allen voran Enhanced Lighting for NB, eine sehr coole Mod, die es auf Nexus Mods nur in der Light Version gibt. Die vollständige Version, die findet ihr im MB-Forum, eben dem Forum, wo sich die Creator von der MB miteinander austauschen. Das Ganze ist dort aber in einer sehr frühen Alpha, beziehungsweise erhält auch seit 2019 nicht mehr wirklich Updates, deswegen kann ich das nicht empfehlen und ist halt auch nur kompatibel mit der Legendary Edition. Das heißt, die Version, die ich unten verlinkt habe für euch, die ist schon die richtige und für die Special Edition und ziemlich gut und reicht komplett aus. Der gleiche Mod-Creator hat auch noch einen weiteren Lichtmod erstellt und der heißt Relighting Skyrim. Und dieser Lichtmod ist ziemlich cool, denn er sorgt dafür, dass ein Haufen Fehler, beispielsweise falsche Schatten oder Lichtquellen, die nicht vorhanden sind, entfernt werden bzw. korrigiert werden. Beide Mods sorgen für ein unglaubliches Setup, was mit einer NB wirklich traumhaft aussieht und sehr cool ist. Aber es gibt auch noch ein Sahnehäubchen obendrauf, denn es gibt einen relativ neuen Mod und der heißt Window Shadows und ist ein sehr cooler Mod, der mit diesen beiden Mods perfekt kompatibel ist, mit ILFX und den anderen Mods, die er schon so ein bisschen zur Seite geschoben hat, eher Probleme macht und nicht kompatibel ist. Und ILFX beispielsweise fügt von sich ja auch schon viele neue Schatten hinzu, aber Window Shadows treibt das wirklich auf die Spitze, denn jetzt haben wirklich alle Fenster richtig coole Schatten und die Schattierungen und Schatten, die wir haben in den Innenräumen, sehen deutlich besser aus. Mit Relighting Skyrim und Enhanced Lighting for NB ist das wirklich ein Traum und so sieht er das auch gerade im Hintergrund im Spiel, das sieht wirklich sehr gut aus, sehr realistisch. Wenn ihr Window Shadows installiert, dann habt ihr einen Installer und könnt dabei auswählen,
Kämpfen zwischen verschiedenen Varianten. Es gibt eine Enhancer-Variante, die sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen dunkler ist, für diejenigen, die das halt mehr immersiv haben wollen. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, falls ihr die Rudy MB for Crafted Weathers nimmt, sehr, sehr cooles Preset, auch sehr, sehr coole Wettermod im Übrigen, ist ein bisschen sehr, sehr fantasyhaft. Ich habe die MB auch tatsächlich gerade für dieses Video extra drauf. Ich mag es mehr fotorealistisch und sitze deswegen auf die TNT MB normalerweise. Sieht aber sehr, sehr cool aus, solltet ihr auf jeden Fall auch mal auschecken. Gebt euch das auf jeden Fall mal. Dafür habt ihr also auf jeden Fall nochmal ein eigenes Preset bzw. einen eigenen Ausfallpunkt im Installer, damit das Ganze besser kompatibel ist, besser aussieht von den Lichteffekten, denn diese Rudy MB hat einen sehr, sehr eigenen Lichtgeschmack in den Innenräumen, aber in der Kombination damit wirkt das Ganze dann ziemlich knackig und sehr, sehr cool, wie ihr gerade seht. Das ist nämlich genau das Setup, wie gesagt, in diesem Video gerade. Mit diesen drei Mods habt ihr wirklich einen sehr, sehr, sehr coolen Next-Gen-Look in den Räumen, wie ich finde. Die Mods sind auch alle in Deutsch übersetzt, bis auf Window Shadows. Das heißt, ihr braucht nur die deutsche Übersetzung bei Enhanced Lighting VMB und bei Relighting Skyrim. Auf die anderen Sachen könnt ihr dort verzichten, die Links dementsprechend unten in der Beschreibung. Mit diesen drei Mods habt ihr absolut das Traum-Setup. Wenn ihr es halt eher ein bisschen leichter mögt, dann nehmt halt nur Luminosity Lighting. In meinem Test hatte ich damit keine Probleme, das Ganze zu nutzen in Kombination mit Window Shadows. Das ist absolut kompatibel und sieht auch sehr, sehr gut aus und wird langfristig für weniger Probleme sorgen. Die Mods könnt ihr einfach, wie ich gerade beschrieben habe, bequem hintereinander weginstallieren und dann auch in dieser Reihenfolge anordnen. Das sorgt wirklich für ein sehr schönes Licht. Wichtiger ist natürlich, wie hier die Plugins sortiert sind, und das macht Loot komplett von alleine. Das heißt, nachdem ihr den Lichtmod da installiert habt, einfach mal Loot durchlaufen lassen und dann habt ihr wirklich sehr, sehr schönes Licht. Das war's an dieser Stelle von mir. Mich würde jetzt interessieren, welche Lichtmods ihr tatsächlich verwendet. Schreibt das doch gerne mal in die Beschreibung rein. Hier geht's jetzt weiter mit einem anderen Video von mir. Ich verabschiede mich dann. Bleibt gesund. Bis dann, euer Amemus.